Die Bundesregierung hat kürzlich ein sogenanntes Strompreispaket beschlossen. Dieses Strompreispaket, so sagt die Bundesregierung, soll der Industrie, auch der energieintensiven Industrie, helfen, wettbewerbsfähiger zu werden, indem sie entlastet werden. Wir wissen alle, dass die hohen Energiepreise diese Wettbewerbsfähigkeit für energieintensive Unternehmen massiv gefährden. Deshalb haben nicht nur die Unternehmensverbände für eine Entlastung, eine temporäre Entlastung über einen Brückenstrompreis plädiert und diese gefordert. Diese Forderung ist auch aufgenommen worden von den Gewerkschaften, von einer IGBCE, aber eben auch von den Landesregierungen aller Bundesländer, die unabhängig von der Parteizugehörigkeit so einen Brückenstrompreis gefordert haben. Das jetzt beschlossene Strompreispaket bringt für die Unternehmen, die es jetzt brauchen, so gut wie nichts. Der Effekt ist nahe null. Das Paket besteht aus zwei Komponenten. Die erste Komponente ist die Stromsteuer. Die Stromsteuer, die soll für alle produzierenden Unternehmen massiv abgesenkt werden. Insofern Unternehmen, die nicht energieintensiv sind, profitieren von dieser gesenkten Stromsteuer. Für die energieintensiven Unternehmen wird allerdings ein bestehendes Instrument, das die Stromsteuer bereits für diese Unternehmen absenkt, sogenannte Spitzenausgleich, nur ersetzt durch die allgemein reduzierte Stromsteuer. Insofern kaum ein Effekt für stromintensive Unternehmen, da eben die Stromsteuer über den Spitzenausgleich bereits abgesenkt war. Der zweite Teil des Paketes betrifft die sogenannte Strompreiskompensation, ein bestehendes Instrument, was ganz besonders energieintensive Unternehmen, ungefähr 300, entlastet von den CO2-Kosten des Stroms. Strom hat in Deutschland der Anteil der CO2-Kosten am Strom ist in Deutschland tatsächlich sehr, sehr hoch, fast 50%. Und für diese Unternehmen werden entlastet um die CO2-Komponente. Das Strompreispaket ändert an diesem Instrument nahezu nichts. Es sind die gleiche Anzahl Unternehmen, die gefördert werden. Es sind eben nur 300 von vielleicht 3000, die gefördert werden müssten. Und auch für diese Unternehmen ändert sich die Förderung nur minimal und bringt eben auch für diese Unternehmen keine weitere Entlastung. Das heißt, dieses Strompreispaket hat ein Signal gesendet an die Unternehmen der energieintensiven Industrie. Und das Signal ist, ihr dürft nicht mit Entlastung rechnen. Ihr müsst euch mit den Strompreisen, die hier existieren, arrangieren. Das wird dazu führen, dass sicherlich jetzt noch mehr Unternehmen darüber nachdenken, Produktion zu verlagern, Produktion einzustellen, weil die Hoffnung, die Erwartung, dass die Bundesregierung die Unternehmen tatsächlich unterstützt mit einem Brückenstrompreis, hiermit zunichte gemacht wurde. Dabei wäre ein Brückenstrompreis tatsächlich finanzierbar. Die Regierungen haben durch den stark gestiegenen CO2-Preis stark erhöhte Einnahmen aus diesen CO2-Zertifikaten. Daraus ließe sich ein Brückenstrompreis für die energieintensive Industrie finanzieren.